Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Violett. Wie in der letzten Folge versprochen, gehen wir jetzt mal in die Arena. Oh, Moment, hier sind ja noch andere Häuser. Die will ich vorher noch besuchen. Einst waren Haaren Bürgermeister der Stadt. Er und seine Gestein-Pokémon waren eine Berühmtheit. Nach dem Meteoriteneinschlag aber übernahm sein Sohn Lester das Amt des Bürgermeisters und Arena-Leiters. Ah ja, okay, Stein-Pokémon. Ist schon gut, dass ich ein bisschen zusammen habe. Gengar ist der König unter den Geister-Pokémon. Seine Geschwindigkeit und Stärke sind überragend, findest du nicht auch? Wenn du mir einen Gengar zeigen kannst, werde ich dir einen Weg verraten, das stärker zu machen. Kannst du mir einen Gengar zeigen? Nein, ich habe keins. Ach, die hat mir das erzählt, ne? Nick und Rick nutzen Vögel, um hierher zu gelangen. Ihre Staraptor sind so gut trainiert, dass sie selbst durch die Gewitterstürme fliegen können. Soll das heißen, dass ich das nicht kann? Ben, bist du es? Bist du mein kleiner Ben? Oh, Ben, warst du mit deinen kleinen Freunden am Strand spielen? Nein. Das Leben an einem trostlosen Ort ist trübselig, aber Lester unternimmt jeden Versuch, etwas Leben auf diese Insel zu bringen. Er ist ein guter Junge, wirklich. Ja, das glaube ich. Wenn ich ein Pokémon hätte, das Surfer beherrscht, dann könnte ich auf ihm gen Westen nach Cascada reiten. Nochmal klicken, ja. Nee, nix. Nichts. Was haben wir hier auf dem Schild? Tempel der Wächter. Ja. Miserabler Zustand, würde ich sagen. Ja. Arena von Actalia. Was? Arena von Actalia. Typ Gestein, Leiter, Lester. Und aber hier. Ah, Jens, du hast also zum Tempel gefunden. Früher einmal war dieser Ort ein riesiges Bauwerk. Doch hat die Welle den Tempel nahezu zerstört. Gemeinsam mit Manus aus Meriana City habe ich im Untergrund eine Kampfarena errichtet. Wir sehen uns dort. Oh, wow. Oh, hallo. Ich bin der Aufseher dieser Arena, zuständig dafür, dass es bei den Kämpfen stets mit rechten Dingen zugeht. Lester, der Arena-Leiter plus Stein-Pokémon im Kampf. Begegne ihm mit Wasser, Pflanzen oder auch Kampfangriffen. Okay, mach ich. Hier steht nichts. In diesem Tempel fühle ich mich meinen Gestein-Pokémon sehr nah. Ich bin Lester dankbar für diesen Ort und werde ihn verteidigen. Ja, mach das. Mach das, Wanderer. Ich habe ein gut trainiertes Bisagnosp bei mir. Und ich habe sogar ein Mankey. Für einen Notfall. Ja, ja. Ein Asknet. Es war mir klar, dass Nass nicht so Probleme machen würde. Stirbt er jetzt durch die... Ja. Dieser Knosp erreicht Level 18. Sehr schön. Spielerbesicht Wanderer Villas. Lester erwartet dich bereits. Du kannst ihn sicherlich mit ihm aufnehmen. Aber ob du gewinnen wirst, ist eine andere Sache. Jens gewinnt 442 Pokédollar. Ja. Wie jetzt? Nur einer? Okay. Einst erbauten meine Vorfahren diese Räumlichkeiten, um den Wächtern ihrer Dankbarkeit zu zeigen. Die Schriftzeichen sind in der heutigen
Blindenschrift verfasst. Damals vermochten nur die geweihten Priester sie zu entziffern. Komm mit, ich führe dich in die Arena. Dieser Ort ist heilig. Niemand darf ihn je betreten, der nicht seinen Eid gegenüber den Wächtern geschworen hat. Beeilen wir uns. Aufseher, nun verkünde ich hiermit den Kampf zwischen Lester und Jens um den Antikorden. Möge der Kampf beginnen. Lester, ich mag dich. Du scheinst die nötige Ehrfurcht vor diesem Ort zu besitzen. Aber glaube nicht, dass ich mich deswegen zurückhalten werde. Meine Gestalt-Pokémon sind hart in der Verteidigung und im Angriff. Eine Herausforderung von Arena-Leiter Lester. Onix wird von Arena-Leiter Lester in den Kampf geschickt. Los, Nikola! Mach ihn fertig! Oder auch nicht. Bisagnosp, ich brauche dich. Wobei, ich finde diese Musik hier übel, muss ich sagen. Also, sie ist nicht wirklich mein Fall. Egelsamen! So. Rankenhieb-Attacke. Der steigert seine Verteidigung. Okay. Die Verteidigung steigern. Gute Sache. Mehr oder weniger. Wenn ich's mache, ist gut. Wenn er es macht, finde ich es nicht so gut. So. Entschuldigung. So, weiter geht's. Der nächste, bitte. Aber wir wechseln erst mal zu Nikana. Ja. Es hat einen Grund, warum ich wechsle. Weil ich möchte dieses Teil ja trainieren, ne? Ja, wir wechseln wieder. Diese Dinge werden immer stärker. Was soll denn da Blödsinn? Nochmal, Rankrieb! Ja, erstmal krieg ich die Intensiv. Ah, Vater! Nein, 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 nein! Einmal Intensität und mein Pokémon geht rauf. Das packe ich nicht. Mein Bisagnos. Oh. Ein Stoll Junior, ernsthaft, ey, ohne Scheiß. Wir wechseln mal zu Mankey. Ja klar, das Vieh macht Bodycheck, natürlich, warum nicht? Echt jetzt? Euer Ernst? Slam. Was? Echt jetzt? Scheiße.
Sandwirbelattacke. Wobei ich komme nicht mal zum Zug. Ich meine, ich finde es ja schon hart, ne? Wir hoffen, du kommst groß raus. Hahaha. Lustig. Na ne, passt schon. Okay. Das mit der Arena war doch härter als erwartet. Aus dem Grund werden wir jetzt unsere Angel nehmen und wir werden unser Bisasamen ein bisschen trainieren, ne? Bisagnosp meine ich. Weil ich sag mal so, Bisagnosp ist wahrscheinlich so ziemlich der einzigste von unserem Team, der überhaupt was ausrichten kann. Wenn die Pokémon besser beißen würden, wäre es auch gut, ne? Wenigstens beißen die Viecher auch. Level 19, ich glaube, ich probiere es einfach nochmal. Und diesmal ohne den Kader. Ja, das ist auch wahrscheinlich, bla bla bla. So, Egelsamen. Na, nicht nochmal, Scheiße. Weil ich finde es ja schon hart, dass er einen Stolunio hat, weil
Stolunia ist, soviel ich weiß, kein Gesteins-Pokémon, sondern ein Stahl-Pokémon. Betrug! Betrug! Ja, genau, mach du deine Steinpolitur, passt schon. Das überschätzt nicht. Ist aber mir irgendwie klar, dass es nicht schafft. Das war jetzt zwar nicht der gewünschte Effekt, aber passt. Wir setzen erstmal JK ein, ne? Ich meine, vielleicht brennt's ja. Na, brennt nicht. Aber ich meine, die Chance, dass es brennen könnte, das wäre doch toll. Wieso darf der zweimal? Ah, das ist so mies. Los, Bisasam, du bist dran. Bisaknost meine ich. Ah. Echt jetzt? Finde ich mies. Elsam! Rangnieb-Attacke! Echt jetzt? Echt jetzt? Ohne Müll? Das ist doch ultra mies, oder? Ah, diesmal könnten wir es schaffen, wenn jetzt das schief läuft. Das wäre beinahe schief gegangen. Beeindruckend. Deine Pokémon haben mich zerschmettert wie wie Graphit? Der Antikorden hast du dir redlich verdient, Jens. Jens gewinnt 956 Pokédollar. Unter den heiligen Hallen des Tempels der Wächter hast du mich geschlagen und deine Stärke überzeugt. Die Wächter haben dich anerkannt und dir Kraft geliehen. Nimm den Orden als Zeichen deiner Leistung. Jens hat den Antikorden von Lester bekommen. Ja, ja, passt schon. Mit diesem Orden kannst du die versteckte Maschine Blitz außerhalb des Kampfes einsetzen. Ferner möchte ich dir auch das hier überreichen, als Symbol meiner persönlichen Wertschätzung. TM38. TM. Kleingeschrieben. Das solltet ihr vielleicht noch ändern. Diese technische Maschine enthält die Attacke Felsgrab. Sie schadet dem Gegner und verlangsamt ihn zusätzlich. Dazu ideal für alle Gestein-Pokémon, die nicht allzu flink sind. Unser Kampf war eine Bereicherung für mich. Verlasse nun diesen Ort und setze deine Reise fort. Der Geist der Wächter möge dich auf ewig begleiten. Glückwunsch an dich, du hast gezeigt, dass du mit einem Arenaleiter aufnehmen kannst, ja. Ja, ich weiß, ich bin gut, gell? Ja, ja. Danke, deine Pokémon sind ja komplett blind. Ja, ja, passt schon.
Jetzt kann ich die Linkada wieder auf Platz 1 lassen. Ne? Und nochmal kurz angeln gehen. Vielleicht hat er jetzt was unter den Muscheln versteckt. Ein Tunnel. Hallo, ich bin ein leidenschaftlicher Höhlenbauer. In dieser hier bin ich auf einen seltsamen Stein gestoßen, den zuerst für Galtnugget hielt. Aber er lässt sich einfach nicht abbauen. Willst du ihn einmal ansehen? Ja, sieh ihn einfach an. Ich werde daraus nicht schlau. Hansen durchsucht den Stein, ja. Auf einmal springt der goldene Stein in die Höhe. Der Stein entpuppt sich als Kleinstein. Es greift an. Ein goldenes Kleinstein! Wie hart! Will ich haben, will ich haben, will ich haben! Will ich unbedingt haben. Fünf. Sechs. Ich spule mal ein bisschen vor. Und ich nehme jetzt auch einen Drang. Ja. Sechs. So, jetzt müsste die Dinge nicht mehr steigen. Ja, nee, genau. Okay, dann greifen wir mal. Ja, das dauert ein bisschen länger, ne? Echt jetzt? Probieren wir es mal mit Fußkrieg. Ah ja, das bringt ein bisschen mehr was. Okay, aber noch einen Fußkick will ich jetzt nicht unbedingt einsetzen. Probieren wir mal einen Ball. Jawohl. Wir haben das goldene Kleinstein gefangen. Goldenes Kleinstein. Ja, und der Stein ist weg. Was? Der Stein war Wirklichkeit, ein Schild des Kleinsteins? Das ist ja Wahnsinn und ich dachte, das wäre ein Nugget. Ja, passt schon. Junge, geh zur Seite. Klasse, jetzt habe ich ein schillerndes Kleinstein, finde ich toll. Das sind jetzt schon zwei schillernde Pokémon. Naja, das war's aber schon. Wir haben die Arena geschafft und wir haben ein goldenes Kleinstein, finde ich toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.